Taschen, Leute. Taschen. Wir sind wieder mal draußen und heute seht ihr uns ja mit anderen Klamotten, sage ich mal, mit anderer Ausrüstung. Ja, der geneigte Zuschauer auf Twitch hat ja vielleicht mitgekriegt, dass wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wieder Airsoft spielen zu wollen. Deshalb haben wir uns jetzt halt mal zusammengestellt. Info an euch, wir haben damals schon in Jugendzeiten quasi Airsoft gespielt, ist nichts Neues für uns, wir spielen ja schon seit vielen, vielen Jahren, genau. Aber jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen aktiver. Ja, wir haben immer so Phasen gehabt, so mit 14 haben wir viel gespielt, dann war so eine Phase 2011 bis 2015, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Da haben wir richtig viel gespielt. Dann wurde Geld knapp, dann wieder eine Weile nicht so. Nee, dann kam YouTube, das war das Ding. Ach stimmt, keine Zeit. Dann kam YouTube, ja. Da waren wir an den Wochenenden immer gefilmt. Ist aber ein anderes Thema. Wir persönlich finden das ein cooles Hobby, wo man schon draußen ist, wo man schon ein bisschen ja, taktisch agieren kann. Das macht Bock. Richtig, ist ein schöner Teamsport. Im Wald bewegen kann, hat da noch Spaß bei, tut keinem weh. Genau, und jetzt also haben wir... in der Regel. Und hat halt super viel Spaß. Genau. Und einige haben gesagt... Auf Twitch halt, in den Livestreams. Ja, wenn euer Gear dann fertig ist, macht ihr dazu ein Vorstellungsvideo. Und da haben wir uns gesagt, ja, ist zwar ein krasses Nischenthema, aber warum nicht? Komm, wir machen es für die, die es interessiert. Für genau. Die, die es nicht interessiert, die könnt ihr jetzt hier wegschalten, ne? Und wir starten jetzt direkt rein. Genau, also wir haben jetzt auch nicht alles neu gekauft oder so. Es sind ein paar alte Sachen, ein paar neue Sachen. Nicht, dass ihr denkt, wir haben komplette Matur neu gekauft. Wir stellen jetzt einfach mal stumpf alles vor, was wir so haben. Viel Spaß! Fangen wir mit der schönsten Sache eigentlich an der Ausrüstung, die Knifte. Richtig, ist eine E&C M4 MK18 in der vierten Generation. Die haben wir uns bei Begadi gekauft, die ist schon komplett einmal rundum sorglos innen drinne getuned. Ja. Was mittlerweile richtig geil ist, ne? Da komme ich gar nicht drauf klar. Oder wir sind nicht drauf klar gekommen. Früher übelst immer am selber basteln gewesen, ja. Eigene Läufe verbaut, in der Gearbox rumgefuscht. Und früher also hat er eine Knifte von uns gebrannt, von Garrity. Ja, ja, weiß er ewig, ja. Und jetzt kannst du einfach in den Shop gehen, sagen, hier die will ich, okay, bau noch den Tuninglauf ein. Ja, dit und dit kannst du noch ändern und dann kriegst du eine fertig getunte Knarre einfach direkt. Also ist wirklich ist so geil. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem Ding hier. Ja. 1,6 Joule ungefähr. Schießt schön gerade, gutes Hop-Up ist verbaut. Ja. Wir nutzen 0,28er BBs. Ja, und hier und da halt ein paar Anbauteile, ne? Obwohl, genau. Das war schon dran, ne? Haben es heute erst ganz aktuell besprüht. Mit drei Farben. Tan, Oliv und ein bisschen Dark Earth heißt es, glaube ich, hier sowas. Genau. Was wir feiern ist auch, dass wir hier so diesen Surefire-Klon halt haben, der da direkt dran verbaut werden kann. Das mit hier so Bajonettverschluss. Das finde ich auch geil. Musst du nicht ranschrauben oder so, sondern einfach einklicken. Fest. Und man merkt auch wirklich so einen Klangunterschied. Ja. Das ist auch sehr schön. Gut. Ja. Hätten wir das schon mal weggefrühstückt. Also ist eine schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Und dieser Sling hier, wo wir die Waffe dran haben, ist quasi ein Magpul PTS-Sling. Der ist aber wirklich schon 1000 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob es die erste Generation ist oder die zweite. Wahrscheinlich die erste. Keine, ich glaube, die zweite. 2013 oder sowas haben wir uns den geholt. Oder sogar also noch so früher. Alt ist der schon, ja. Richtig geil, ey. Ja. Er ist auf jeden Fall cool. Magpul-Sachen sowieso so genial, ne? Lieb's. Feier ich hart. Nächste Sache, der Helm. Den hatten wir schon beim Ocean Warrior an. Ocean Warrior! Den haben wir damals von Bommel geschenkt gekriegt, glaube ich. Und zwar ist es der Bush Protective AMH2 Helm. Das ist quasi so ein Helm, der hat halt so eine, ich stoße mir in Kopfwirkung, aber keine ballistische Schutzwirkung. Und da haben wir uns direkt noch so ein Multicam-Cover zugeholt und den hier auch noch einmal auf taktisch angelehnt so ein bisschen angesprüht. Jetzt sieht er ziemlich dope aus, finde ich. Allerdings, ja. Gefällt mir richtig gut, ey. Man könnte jetzt noch überlegen, ob man hier so ein paar Anbauteile noch ranmacht. Hier so ein IR-Leuchtding und so ein Kram. Habe ich alles noch da? Ja, in also echt natürlich. Ja, in echt. Echt, na klar, Alter. Weil wir so, falls wir dann hier mit unseren Nachtsichtgeräten auch durch die Gegend tigern, die hier vorne ja, ankommen. Genau, Alter. Für 5000 Euro oder wie viel das kostet, Alter. Ja, ein schlechtes. Funkgeräte haben wir auch noch von damals. Und zwar, wie heißt die Dinger mal? Boafeng. Boafeng, genau. Boafeng. Boafeng. Ja, stabile Funkgeräte, relativ günstig. Das ist echt so, war ich überrascht damals. Ja. Dann alles von Midland hier. Ein schön großer Knopf natürlich. Ich war zur Seite hier. Quasi die komplette Midland Funkkombi Bowman-Style. Genau. Das, ich glaube, das haben damals die, die Briten ganz viel benutzt. Finde ich auf jeden Fall cool von der Optik, beziehungsweise auch, wie das alles ist. Hier kann ich schön hören, reinsprechen, wenn ich hier drauf drücke, wie gesagt. Ist alles ein bisschen ja, entspannter. Ja. Ja, mich nervt dieses ganze Gedödel da im Kopf. Ich habe mir hier einfach wieder so einen Handspruch. Oh Gott, 1, 2, 3. Ein Handsprechgerät angemacht. Da kann ich hier einfach, ich höre das dann hier, bla bla bla, kann den hier auch so reinsprechen, bla bla bla.
Und wenn es mal in eine Situation kommt, wo ich mal ein bisschen sneaky unterwegs sein muss, dann mach ich es einfach aus. So haben wir früher auch gespielt. Wir hatten beide die damals quasi, genau. Und ich finde die halt geil, weil die halt so easy zu bedienen sind. Und es ist von Kenwood. Hier steht auch drauf. Dann geht's weiter beim Shastrick. Ist ein Tasmanian Tiger MK2 Shastrick. Haben wir auch von damals noch. Das ist ja uralt schon, das Ding. Das ist ja richtig geil. Richtig klassischer Bauchladen, Alter. Ja, kostet gar nicht so viel. Ich glaube 140 Euro. Was schon für viel für so ein bisschen Stoff, aber für Tasmanian Tiger geht das noch. So, ja. Es ist ja auch Ausrüstung, die eigentlich für Soldaten im Einsatz gedacht ist. Deshalb muss sie halt auch was aushalten. Ihr seht es auch, Gerrit trägt es anders quasi. Gerrit hat das quasi nicht abgeklappt. Ich habe es nochmal nach oben aufgeklappt, dass ich einfach nochmal eine extra Tasche hier habe. Richtig. Was haben wir hier vorne alle dran? Magazine. Also das ist wirklich eine lächerlich teure, oder sind lächerlich teure Magazintaschen, muss Tacos, man sagen. Ne? Die Highspeed Gear Tacos heißen die. Ja. Die hatten wir uns damals organisiert. Kannst du halt schnell ziehen. Das damals gab es halt noch nicht so viele Hersteller, die so schnell, also so Fast-Mac-Pouches gemacht haben. Ja. Und das war einer der ersten. Und das ist halt einfach geil. Die hat man hier dann auch so an der Seite dran, kommt da halt einfach schnell ran und schnell das Magazin dann halt echt wieder. Das ist cool, ey. Okay. Ey, das macht Spaß. Das krieg ich schnell. Es ist nicht geladen, beruhigt euch. Achso, okay, so. Los. Oh, machen wir gleich schnell. Alter. Einmal noch, dann. Wir sind gleich ungeübt. Los. Aber wir sind gleich schnell. Wir sind gleich schlecht. Gleich schlecht sind wir. Okay. Chesswick, da ist so viel dran. Wir machen jetzt einfach hintereinander, was wir alles mit bei haben. Jede Menge Magazine. Ja, unendlich Magazine. Wie fahren wir eigentlich? Vier. Ich hab sieben drin. Nee, sechs. Vier, fünf, sechs, sieben. Eins sechs. Im Dings. Also acht habe ich insgesamt. Falls jetzt hier Fragen kommen, die gibt's glaube ich gar nicht mehr. Das sind auch die MacPul PTS P-Max. Ja. Die sind so geil. Ja. Die funktionieren so gut. Die feeden so gut. Das ist so ein. Die feeden so gut. So gut. Ja. Was haben wir hier noch dran? Wir haben natürlich griffbereit einen Speedloader. Da. Die Funke haben wir euch ja schon vorgestellt. Pistolenmag habe ich hier noch drin. Pistolenmags habe ich auch noch drin, genau. Dann habe ich hier noch. Warte mal. Was kommt jetzt? Habe ich hier noch den Schalldämpfer für die Pistole der ist für die hier Pistole drin. Genau. Dann ist hier noch Mumpeln sind drin. Also genau, haben wir jetzt hier gerade aktuell nicht drin, aber Mumpeln kommen rein. Munition. Ganz wichtig, Freunde, ist auch immer. Drei taktische Capri-Sonder reinzutun. Ja, und ein Riegel. Ja, für den Durst zwischendurch. Ja, ist immer wichtig. Das kommt da drin. Ja, und sonst wartet eigentlich. Was hast du da oben noch drin? Ich habe immer meine Wertsachen, so mein Autoschlüssel, weil es da drin nicht klappert quasi, und eine Packung Taschentücher tatsächlich. Und was ist das hier? Das ist damit jetzt mal einfach rumreißen? Ja. Wenn ich getroffen bin. Zack. Hält er sich das hier so auf dem Gesicht? Ja, hier. Zack. Einfach, weil ich es cool finde, ja. Genau. Genau. Werde ich mir wahrscheinlich wieder eins selber basteln mit Klett dran, was ich mir dann hab einfach oben auch. Eine Warnwestenhälfte. Zack. Müsste ich auch noch irgendwo zu Hause haben. Genau. Dass man das dann einfach oben auf dem Helm macht, dass die Leute dann wissen, alles klar, raus. Und hier habe ich noch ein Gummimesser. Man weiß ja nie, ne? Nahkampf. Okay. Ich liebe diesen Move. Ja. Genau, das ist noch dran. Ach, und ich habe noch meine Handschüchen hier an so einem Dings bomseln. Die Handschüchen. Und das war doch schon. Mehr brauchst du auch nicht. Jetzt kommen wir zum Hüftbereich, zum kleinen Spielekit. Was ist da? Der Battle Belt, der Warrior Belt heißt der bei Tasmanian Tiger. Warrior Belt! Genau, von Tasmanian Tiger, genau. Da ist einfach ein bisschen Klimbims dran, zum Beispiel unsere Pistole. Was ist denn für eine Pistole, Andi? Novridge, irgendwas mit Novridge. Hier, die SSX-23. Genau. Warum haben wir die genommen? Folgendermaßen. Wenn ihr Scholli eigentlich nur. Ja, naja, die ist, also zum einen ist es eine Non-Blowback-Pistole, das heißt, der Verschluss geht nicht immer mit nach hinten. Ich demonstriere. Ist jetzt so schon leise und Andi kann ja noch ein bisschen was anderes zeigen. Ich schraube hier mal den drauf und dann vergleichen wir nochmal das Schussgeräusch. Oh ja. Pass mal auf. Die hat uns einfach sehr gut gefallen. Wir hatten davor immer eine Glock GBB, aber die Magazine wurden irgendwie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwie undicht und das hat uns genervt. Deswegen jetzt. Ja, und der Cooldown bei den Sachen, wo der Verschluss mit nach hinten geht, ist auch immer nervig, vor allem im Winter. So, jetzt schieß mal einmal hier mit. Psst. Und jetzt? Also ist schon deutlich dumpfer. Ist schon ein bisschen abgedämpft. Ja, mega. Und wir haben das auch schon getestet, wenn du da auf 30 Zentimeter, auf 30 Meter von dem Ding beschossen wirst, du checkst nicht, wo es herkommt. Das ist unfassbar. Ist schon, also unsere Lieblingsvorstellung ist, dass wir unsere Hauptgewehre dann zur Seite machen, wenn wir zum Raum kommen, kurz davor uns einfach in die Augen gucken, das Ding landet und gleichzeitig in den Raum gehen. Ja? Ob das wirklich so funktioniert, wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Was haben wir hier noch an dem Warrior Belt dran? Ich habe hier noch ein Pistolenmagazin dran, einfach weil ich die gerne habe, dass die Magazine hier so dran sind, komme ich schnell ran. Ja. Das ist ziemlich nice und ich habe hier hinten noch so ein, ich glaube, das ist auch einer der ersten Dump-Pouches, den es damals von Tasmanian Tiger gab.
Ich mag den auch, weil der hier so krass versteift ist und weil es halt ein riesiger Einkaufsbeutel ist. Wenn ich ein Magazin habe, zack, brauche ich gar nicht gucken. Fliegt da hinten rein. Das ist echt ziemlich cool. Ja. Ich habe meinen übrigens am Chestrack dran, ist von One Tigris, glaube ich, wieder. Ja. Ja. Der ist ein bisschen kleiner, aber der reicht mir seitlich schön. Warum seitlich bei mir? Weil ich hinten quasi nicht so richtig gut rankomme, weil ich noch einen kleinen Rucksack habe. Warum ich den habe, gleich dazu mehr. Eins habe ich aber noch, und zwar das hier. Falls mal im Feld irgendwas passieren sollte, falls Anni mal komisch stolpert oder ich, haben wir hier noch ein kleines Erste-Hilfe-Set mit drin. Da ist alle drin. Hier ein Tourniquet, ein Verband, das gerade rausgefallen ist. Hier ein Israeli-Bandage. Taschentücher, sehr wichtig. Kleidung, Kleiderschere. Also das ist in der Tat ein Live. Ja, ein echtes. Das ist ein echtes Erste-Hilfe-Kit. Kommt man schnell ran. Und falls mal irgendwie einer ein kleines Aua hat. Ist die Tasche nicht von Warrior Assault, heißt die, glaube ich? Warrior Assault Systems. Oder? Ja, genau, Warrior Assault Systems. Ja, da steht's. Die Warrior haben ja sehr doll gefeiert. Ist, ja. Ist cool, dass man die abziehen kann halt, ne? Ist eine absolut geile Tasche. Hier hinten habe ich sogar noch hier vom Bund noch. Nice, Alter. Ja, es ist geil. Und zack. Naja, ja, so ungefähr. Pipapo ungefähr, ist sie wieder dran. Stört mich nicht und es ist einfach gut, das dabei zu haben. Ey, und machen wir uns mal nichts vor, sieht auch ein bisschen cool aus. Ja, mega. Ein bisschen cool. Ist ja auch ein bisschen Style bei Airsoft, muss man auch sagen. Muss einen Spaß machen. Ne? Eigentlich kannst du auch in Jeans und Hoodie rumbrennen. Ja, aber das macht ja nicht so viel Spaß. Ja, sieht dann halt cool aus. So, was haben wir noch, Anni? So, jetzt zur Erklärung, warum habe ich einen Rucksack? Wir sind ja quasi so Tag-Team-mäßig. Tag-Team, Buddy-System. Buddy-Team. Genau. Buddy-Team. Deswegen habe ich in meinem kleinen Rucksack ist ein Rush 12 von 5-11. Genau. Da habe ich quasi noch die Gasbuddel für uns drin, für die Pistolen. Trinken hat, also vielleicht ein bisschen trinken, obwohl die Trinkpistole hatten wir eigentlich. Ich werde mir wahrscheinlich hinten noch einen Camelback ranmachen, den wir haben. Ja. Den werde ich mir noch hinten ranschnallen, dass ich immer was zu trinken bei habe. Werkzeug ist noch hinten drin. Was haben wir denn noch immer drin gehabt? Hauptsache geht es um die Gasflasche, weil wir brauchen schon eine Gasflasche auf jeden Fall. Mumpeln, auch immer im Feld nachmunitionieren können, mal abgesehen von denen. Aber genau. Also er ist nicht jetzt prall gefüllt, aber ich brauche schon was für uns beide, damit wir ein bisschen was haben. Ne? Genau. Dass man nicht einfach und das, der ist schön klein, den mag ich, der sieht erstens gut aus, trägt sich gut und ein bisschen Platz brauchen wir halt, deswegen diesen kleinen Rucksack. Na, und vor allem ist der Rücken dann damit auch ein bisschen abgedeckt für Schüsse. Also ja, man wird zwar getroffen, man hört es, aber tut dann halt nicht so weh, muss man auch sagen. Genau. Und es sieht ganz cool aus irgendwie. Wir haben ja quasi unser Outfit auch zu zweit so ein bisschen gewählt, dass sich das abgestimmt hat und so. Aber dass es nicht komplett gleich ist. Genau. Das finde ich ganz cool. Sieht doch wirklich als Buddy-Team wirklich fresh aus, so, oder? Finde ich cool. Stiefel haben wir die Lova Inox genommen. Das sind quasi so Sommerstiefel, Wüstenstiefel. Ja. Auf jeden Fall schön einfarbig, damit die nicht so auffallen. Finde ich ganz cool zum Outfit. Und Handschuhe haben wir die Fast. Wie heißt die? Fast Fit. Fast Fit von Mechanics. Einfach damit man hier keinen Klettverschluss hat, weil das nervt manchmal. Da kann man schön rein hier. Die passen gut, sind relativ dünn, trotzdem robust. Also gut für Airsoft, würde ich sagen. Und natürlich ist es auch farblich wieder abgestimmt, ne? Wichtig. Also ihr seht es ja auch, es kommt alles irgendwie immer so ein bisschen wieder. Wir sind Gearbitches, wir sagen es euch, wie es ist. Ja. Obenrum haben wir an von UF Pro einen Oberteil in Multicam Tropic. Das war uns sehr wichtig. Einfach, dass es ein bisschen grüner ist. Ja. Und untenrum haben wir zwei verschiedene Chlorgear-Hosen an. Im klassischen Multicam. Warum haben wir denn so gewählt? Ich habe das mal irgendwann so gelernt, dass du untenrum was Helleres tragen kannst, obenrum ein bisschen was Dunkleres, weil das so von den Ebenen passt. Du hast bis hier immer meistens trockene Gräser, in Brandenburg zumindest. Ist ja auch so, ja. Und obenrum bist du dann auf einer Ebene, ist jetzt noch nicht so, weil Frühling noch nicht komplett da, ne? Dann hast du hier halt obenrum auch schön grün und wirst dann halt ein bisschen schlechter gesehen. Und der Helm halt wieder Multicam, weil es geil aussieht. Und das sieht ja wirklich, also ich bin so dermaßen zufrieden, das sieht so gut aus. Das ist ein cooler Look, ja. Feierlich. Stabiler Style, Andi. Als Schutz haben wir nicht nur den Helm. Wir haben uns das alles ein bisschen zurechtgelegt. Guck mal, früher haben wir immer ohne. Guck mal! Früher haben wir immer ohne Maske gespielt, jetzt aber mit, weil wir älter sind, weil wir ein bisschen ängstlicher geworden sind, ja, aber auch ein bisschen Verantwortung haben. Ey, Zähne sind auch wirklich teuer. Ist halt echt so. Und deswegen haben wir uns so gedacht, von der One Tigris, von der Firma wieder, so eine Gittermaske, wo schön der Bart durchschichtigt. Nein. Einfach weil die Wangen schön geschützt sind, du kriegst trotzdem Luft, nichts beschlägt. Und Thema beschlagen, die Brille. Da haben wir eine von ESS und zwar die Fan Pro heißt es, glaube ich. Turbo, ne? Turbo Fan. Ja. Genau, stimmt, so heißt sie. Hat hier auch wieder so Schutzglas, womit du auch Schrapnelle und Schrotflintenmunition mit abhältst. Falls du Psychopath mit der Eichenknarre kommst. Schließt komplett ab, was uns wichtig war, dass halt wirklich nichts in die Augenregion kann. Ja. Wir waren jetzt dumm, haben einen Skibrillenträger einbauen lassen für die Korrekturgläser. Aber man kann halt auch so einen Clips reinmachen und das Geile ist, hier oben ist ein kleiner Ventilator drin. Ja, ein kleiner Lüfter. Weil es gibt nichts Schlimmeres beim Airsoft, als wenn die Brille beschlägt. Und man dann beim Airsoft irgendwie die Brille sauber machen muss. Ja. Man lässt den übers Spiel aus und wenn es beschlagen sollte, machst du hier den Lüfter hinten an. Zack, der saugt von oben Luft an. Nee, der saugt die an. Die kommt von hier unten durch und es entschlägt.
Zack, fertig. Genau. Zusätzlich haben wir noch die Korrekturgläser von Essilor, heißt es, glaube ich, ne? Ja, so ein Anti-Fox-System quasi. Also die sollen noch weniger beschlagen als andere. Genau. Zu 100% geht das halt immer nicht, aber ich glaub, durch den Lüfter und durch das Anti-Fox-Zeug sind wir relativ gut dabei. Ja, und es ist halt ein richtig geiler Rundumschutz, weil du halt wirklich von vorne keine Angst mehr haben musst. Wenn du mal aus der Deckung guckst oder sowas, kann ja auch mal einer ins Gesicht schießen, dann ist es nicht so. So kannst du ein bisschen besser, ein bisschen mutiger auch im Haus agieren. Wenn da irgendwelche Psychopathen mit ihren 2 Joule aus Versehen um die Ecke schießen. Ja, das passiert. Also wir hatten schon Steckschüsse bei anderen gesehen, Leute, nicht feierlich. Ja. Auf jeden Fall bist du damit auf jeden Fall gut geschützt, würde ich mal sagen. Das war das. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock zu zocken. Jetzt ist die Frage, interessiert euch sowas ein bisschen Airsoft? Sollen wir mal so einen Spieltag von uns einfach mal mitfilmen? Ja, kommt dann auch. Würde hier auch auf dem Live-Kanal kommen, ne? Ganz klare Sache. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, damit ist das Video hier dann auch mal abmoderiert und beendet. Wenn ihr noch Fragen alle lieb, habt, schreibt es in die Kommentare für irgendwas Ausrüstungsmäßiges. Genau, seid nett, keine Beleidigungen, die werden sowieso wegzensiert, weil hier herrscht keine Meinungsfreiheit und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf dem Spielfeld vielleicht sogar. Macht's gut, ciao. Ciao.